ein alter Krater. Etwas fiel vom Himmel und zerschellte hier. Hinterließ eine Narbe auf dem Planeten. Diese gesammelte Energie, die zur Selbstheilung des Planeten. Sephiroth nahm diese Energie und versuchte, den Meteor zu benutzen. Beim nächsten Mal wird sie nicht so klein ausfallen. Eigentlich von Feuer 3 von Angriff und eventuell nochmal von Angriff. Ich habe gehört, das ist eine gute Sache. Ja, habe ich gehört. Zurück zu Sephiroth. Und da ist er verschwunden. Ich denke mal, mit dem passiert das gleiche wie das, was man mit Personen am Ende von Final Fantasy Advent Children sieht. Weil die gehen ja jetzt alle zur Quelle. Und gehen wahrscheinlich alle, bringen ihre Energie dahin, sterben dort. Na. Und er braucht ja die Energie. Rechter Arm? Was zur Hölle ist rechter Arm? Schaden durch Explosion, ah. Es ist Zeit, um mit Sephiroth abzurechnen, oder? Auch ich habe vieles wegen Sephiroth verloren. Los geht's! Aber ist das wirklich das Ende? Wie kommen die denn überhaupt hier hin? Er hat sich gerade umgebracht. Ich muss kurz einen Schluck trinken. Die wirken halt alle wie kontrolliert. Fanatisch und kontrolliert. Materia Neo-Bahamut. Nein, könntest du bitte? Wir haben es gleich. Direkt ein Zelt nehmen. Das ist so, endlich habe ich dich. Das ist unglaublich. Das ist das weiße Land, nach dem der Präsident gesucht hat. Aber ich werde der sein, der es bekommt. Irrtum, alter Mann. Dieses Land gehört niemandem. Hier wird die Versöhnung stattfinden. Alle werden hierher kommen. Ich frage mich, werden wir Sephiroth sehen? Und wir sind nicht alleine. Shinra ist auch unterwegs. Wir müssen rüber, solange es windstill ist. Sonst werden wir hier weggefegt. Sephiroth. Oh, dass wir die Sachen kriegen, ist es gerade echt ein bisschen beunruhigend.
Eieieiei, da gehen sie alle. Wie die Marionetten. Ein sehr, sehr düsterer Abschnitt hier. Denn trotz allem ist auch das Final Fantasy VII nicht nur bunt, nicht nur lustig. Wir haben wirklich schon die besten Waffen. Arbeitshandschuh? Keine. Stimmt. Hey. Ich frage mich, wer waren diese Menschen? Beziehungsweise, wer sind diese Menschen? In welcher Verbindung stehen sie zu Sephiroth? Sie haben ja die Tätowierungen. Das ist wahrscheinlich ein Detail, das ich nicht mitbekommen habe. Oder mal mitbekommen habe und jetzt gerade eine große Batterie. Weil die Tätowierungen haben, könnte ich mir auch vorstellen, dass Shinra damit was zu tun hat. Die sind ja durchnummeriert. Und wir wissen ja, dass Shinra Experimente gemacht hat. Wir wissen zum Beispiel auch aus Crisis Core von den Experimenten. Man erinnere sich an die Zellenblöcke. Was auch im Crisis Core, ziemlich gruselig fand. Und hätte ich das als kleine Kröte gespielt, hätte ich bestimmt auch Angst gehabt, muss ich sagen. Alles sehr düster. So, noch einmal kämpfen und wir müssten eigentlich da sein. Also die Batterien, ne? Die sind sehr seltsam, aber die mögen kein Wasser. Warum wohl? Moment. Liegt es daran, dass sie elektrisch sind? Natürlich. Funktioniert super. Müssen wir da warten? Ich stelle mich schon mal hin. Oder? Da würdest du wieder mehr. Ah, okay, ich verstehe. Das ist das Ende für euch alle. Sephiroth. Das ist das Ende. Du hast recht. Mein Körper hat seine Aufgabe beendet. Er ist verschwunden. Er kann immer noch in der Nähe sein. Unser Ziel ist es, die schwarze Materie zu unserem Meister zu bringen. Unser... Er ist entkommen? Der Genovas Zellen trägt. Meister... Natürlich, Sephiroth. Wir kämpfen wieder nicht gegen Sephiroth selber, sondern gegen Genova Tod. Wir versuchen es mal mit dem bösen Atem, aber es wird wahrscheinlich nichts bringen. Und eventuell auch mit Feuer 3. Und wir sehen schon, das wird nicht einfach werden. Ich werde es einmal mit Odin probieren. Das war Feuer 3. Wir müssen uns das auf jeden Fall immer merken. Tifa, so langsam könntest du eigentlich heilen, Tifa.
Ach, habe ich noch gar nicht gemacht. Oh, ich bin so eine Pappnase. Okay, müssen wir gleich sofort machen. Und am besten dann noch Haas und Regina. Das ist so jetzt ihre Aufgabe. Aber es sollte zu schaffen sein eigentlich. Guck mal, wird schön hell jetzt. Tropischer Wind auf alle wahrscheinlich. Nein, nur auf sie. Okay, gut. Und dann haben wir das. Ja. Der war richtig gut. Okay, bevor Tifa was macht, macht sie aber den hier. Das Limit können wir immer noch machen. Okay, das ist wieder schlecht. Vor allem bei ihr ist es sehr schlecht. Aber es hat nicht gefruchtet. Das ist gut. Rauben können wir auch mal. Warum nicht? Das dauert man ganz normal angreifen. Ich möchte das hier erstmal gerade erledigt haben. So. Die Beschwörung. Neobarmut. Bei wem? Ja, klar. Das könnte was werden. Leider nicht perfekt. Nicht schlecht, Tifa, nicht schlecht. Echt gut. Okay, nun sehen wir unsere neue Beschwörung. Mich würde interessieren, ob man im Nachhinein das mit der Schneefrau, ich weiß, das passt jetzt gar nicht, aber ob man das im Nachhinein nochmal machen kann. Falls ihr da Infos habt, gerne in die Kommentare schreiben. Ich bin nochmal Feuer 3. Und wenn du so weitermachst, kriegst du noch eine Analyse. Oh, Tifa, du darfst jetzt heilen. Der hat sich nämlich Barrett vorgenommen, der jetzt auch wieder seinen Limit Break hat. Juhu. Jetzt müsstest du mal so langsam, wie viel hast du denn verflucht? Wie viel hast du denn? Komet können wir auch machen. Dann machen wir eine Analyse. Ach, das war schon. Juhu, da freue ich mich. Nimm das, Genova, tot. Genovas Zellen. So ist das also. Die Wiedervereinigung. Nicht Sephiroth? Du meinst, es war gar nicht Sephiroth, den wir auf den Fersen waren? Ich erkläre es dir später. Im Moment habe ich nur eins im Kopf, Sephiroth zu besiegen. Aber Sephiroth ist... Er ist hier. Der echte Sephiroth ist direkt da. Es ist boshaft und grausam. Aber es setzt einen starken Willen im Inneren der Wunde des Planeten freien. Schlüsselobjekt, schwarze Materie erhalten. Die schwarze Materie ist wieder unser. Jetzt müssen wir nur noch Sephiroth besiegen.
Wir sollten die schwarze Materie nicht länger behalten. Warum geben wir sie nicht jemandem zum Aufbewahren? Sephiroth, was für ein Irrer. Nein. Okay. Du nicht und du auch nicht. Vincent? Ich glaube nicht, dass ich... Ich und schwarze Materie? Das passt einfach nicht. Ich will nichts mit der schwarzen Materie zu tun haben. Nein, nicht die schwarze Materie. Ja. Ich soll die schwarze Materie an mich nehmen? Okay, ich verstehe. Gib sie niemanden. Ich verlasse mich darauf. Okay. Los, suchen wir Sephiroth. Wir gehen zuerst. Ihr bleibt hier und haltet Wache. Materia MP Turbo. Okay. Die schnappe ich mir mal direkt. Für Tifa auf jeden Fall, denn sie braucht diese Materia, Chocomog, Feintechnik, Wiederbelebung, Behandlung, Genesung. Oh Gott, jetzt wird schwierig. Nee, warte mal. Wird gar nicht schwierig. Sie bekommt MP Turbo. Wie gebe ich denn jetzt Zauber Plus oder soll ich... Warte mal. Das ist schwierig. Das ist gerade wirklich schwierig. Alle Hitze. Alle Zeit. Also, Zauber Plus wirkt sich, glaube ich, auch auf Heilung aus. Ne? Deswegen bräuchte ich es sowieso auf jeden Fall. Ich denke, ich würde Feuer... Ich würde alle wegknallen. Dafür könnte... Der Barrett, boah, das ist richtig schwierig. Ramu weg oder Ifrit weg? Ich glaube, ich mach erstmal Ramu weg, ne? Feintechnik lagern wir kurz hier. So, jetzt nehmen wir hier alle. Hier nehmen wir jetzt die Feintechnik und die Analyse. Ach, weißt du was? Und hier kann ich Ramu. Warum habe ich denn Verwandlung? Okay, alles in Ordnung. Ich habe nie was gesagt. Allerdings werde ich jetzt mir ein Zelt schnappen. Und natürlich auch erstmal eine Runde speichern. Ja. Ein Giftring. Warum bekomme ich jetzt den Giftring? Absorbiert und schützt vor Giftzauber. Ha, 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 ha. Vitalität. Ich weiß nicht. Stärke 10 ist natürlich auch super. Ich, nur zur Sicherheit. Was ist das? Was ist passiert? Ganz ruhig, Tifa. Sephiroth ist in der Nähe. Es könnte alles Mögliche passieren. Nibelheim. Warum Nibelheim? Bist du high von dem Marco oder was? Das ist eine Illusion von Sephiroth. Er versucht uns zu verwehren. Ist schon in Ordnung. Solange wir nur wissen, dass es eine Illusion ist, müssen wir uns vor nichts fürchten. Komm schon, lass uns weitergehen. Ja, du hast recht. Schau!
Also gut, lass uns gehen. Das ist nicht Cloud. Was zum Teufel? Halt, Sephiroth. Das ist so dumm. Aber wir alle wissen doch, wer diese Person war. Wie zum Teufel kommen wir hier wieder raus? Cloud, das ist nur eine Illusion, oder? Mach dir keine Sorgen. Und jetzt? Hör schon auf! Das ist schlimm, genau wie in Coral. Das ist das, was vor 5 Jahren passierte. Aber wahrscheinlich bin das nicht ich, der aus der Shinra-Villa kommt. Ja, wir versuchen uns wieder zu täuschen. Siehst du, habe es nicht gesagt. Ah, du bist. Bist du noch bei Verstand? Dann komm her und hilf mir. Ich will das nicht sehen. Cloud, sieh nicht hin. Ich sehe in diesem Haus nach. Du nimmst das da. Was ist los, Tifa? Ich hab dich gewarnt. Solange uns klar ist, dass es nur eine Täuschung ist, brauchst du dich nicht zu fürchten. Alles okay? Mist, eine Illusion. Sephiroth, ich weiß, dass du uns zuhörst. Ich weiß, was du sagen willst. Ich war vor 5 Jahren nicht in Nibelheim. Das willst du doch sagen, oder? Ah, du rastest endlich. Du willst mich also verwirren, ja? Aber das zieht nicht. Auch wenn du mir das hier alles vorgegaukelt hast. Ich weiß noch alles. Die Hitze der Flammen, die Schmerzen in meinem Körper und in meinem Herzen. Ach, wirklich? Du bist nur eine Marionette. Du hast kein Herz und du kannst keinen Schmerz fühlen. Wie kann das Gedächtnis eines solchen Wesens auch nur Bedeutung haben? Was ich dir gezeigt habe, ist die Realität. Du hast die Illusion. Cloud. Cloud. Begreifst du endlich? Ich will nicht. Aber ich will dich was fragen. Warum tust du das? Ich möchte, dass du wieder du selbst bist. So wie damals, als du mir die schwarze Materie gabst. Wer hätte gedacht, dass ein gescheitertes Experiment so nützlich sein würde? Wenn Hoyo das wüsste, würde er mächtig ärgern. Hoyo? Was hat er mit mir zu tun? Vor 5 Jahren hat dich Hoyo Stück für Stück zusammengebastelt. Zu der Zeit, als Nibelheim abbrannte. Eine Marionette aus Genova-Zellen voller Lebenskraft, Wissen und Makro-Energie. Ein unvollständiger Sephiroth-Klon. Du hast nicht mal eine Nummer. Das ist die Realität. Das waren die Klone. Stimmt mit den Nummern. Ich bin verpeilt gewesen, Entschuldigung. Cloud, hör ihm nicht zu. Hör und guck nicht hin.
Was ist los, Tifa? Das macht mir doch gar nichts. Ich habe ihm nicht zugehört. All das Gerede von Hoyo, dass er dich geschaffen hat, ist eine Lüge. Haben wir nicht gemeinsame Erinnerungen? Unsere Zeit als Kinder? Die Sterne nachts? Tifa. Warum erschrecken dich diese Worte so sehr? Soll ich allen zeigen, was in dir vorgeht? Du siehst nicht gut aus. Tifa? Hat Sephiroth recht? Cloud. Cloud. Warum hast du Angst? Keine Sorge, mir geht's gut. Egal wie verwirrt ich bin, niemals glaube ich Sephiroth. Es stimmt, manchmal weiß ich nicht, wer ich bin. In meinem Kopf herrscht Chaos. Aber tiefer. Sagtest du nicht, lang nicht gesehen, Cloud? Diese Worte werden mich immer aufbauen. Du bist mit mir aufgewachsen. Ich bin Cloud aus Nibelheim. Wie sehr ich auch diesen Glauben an mich verliere, es ist die Wahrheit. Deshalb solltest du keine Angst haben. Egal, was die anderen sagen, wichtig ist nur dein Charakter. Nein, das ist nicht wahr, Cloud. Was ist nicht wahr? Ich bin derselbe Cloud, mit dem du aufgewachsen bist. Das meine ich nicht. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Cloud, warte, gib mir etwas Zeit. Cloud, gib Tifa nicht die Schuld. Jennifer dringt in Erinnerung ein, kopiert Stimme, Sprache und Aussehen eines Menschen. Deine Genova verschmolz mit Tifas Erinnerung und so wurdest du geschaffen. Die Kinder in Tifas Erinnerung. Ein Junge namens Cloud mag darunter gewesen sein. Cloud, bitte, denk jetzt nicht nach. Denk nach, Cloud. Cloud? Entschuldigung, du hattest nie einen Namen. Halt's Maul, Sephiroth. Du verstehst immer noch nicht? Dann. Erinnerst du dich an das Foto, das wir vor unserer Abreise zum Berg Nibel machten? Tifa, du erinnerst dich doch, oder? Aber woher soll er es auch wissen? Und was ist mit dem Bild passiert? Ist es das? Möchtest du es sehen? Es ist ziemlich gut geworden. Cloud, nicht! Ich müsste auf dem Bild sein. Es ist alles ganz normal. Ich kann es mir anschauen. Auch nicht schlimm, wenn nicht. Dies ist nur eine Scheinwelt, die Sephiroth kreiert hat. Genau wie ich dachte. Das Bild ist eine Fälschung. Ich kenne die Wahrheit. Vor 5 Jahren kam ich zurück nach Nibelheim, um den Reaktor zu inspizieren. Ich war 16. Die Stadt hatte sich ja auch nicht verändert. Und dann? Ach ja. Ich traf meine Mutter. Ich habe die Leute in der Stadt wieder gesehen. Ja, ich ging in Tifas Zimmer. Und dort habe ich... Ich habe Klavier gespielt. Hab in die Schubladen geguckt. Ich blieb über Nacht und ging dann zum Reaktor in Mount Nibelheim. Ich bin aufgeregt. Ich war aufgeregt. Es war mein erster Einsatz, nachdem ich Soldat erster Klasse geworden bin. Soldat erster Klasse? Soldat? Wann bin ich Soldat geworden? Wie wurde ich Soldat? Warum? Warum kann ich mich nicht erinnern? Ich bin... Ach ja. Ich musste mich nicht sorgen.
denn ich war... Cloud? Gehen wir tiefer. Ich bin okay.